Hallo und herzlich willkommen bei Ahnenforschung Dobolka und zu einem neuen Video zum Thema Online-Kirchenbücher aus Tschechien. Und zwar ist heute das Archiv Zamsk oder Zamsk dran. Das seht ihr hier, dieses hellbeige. Letztes Mal war Acta Publica mit Brünn dran, aber heute ist das hier. Und das hat eine Besonderheit. Hier können wir uns nämlich die Kirchenbücher nicht online anschauen, außer über eine zweite Plattform. Wenn wir aber bei Zamsk bleiben, dann müssen wir uns die Kirchenbücher herunterladen. Und das ist ein bisschen umständlich. Dieser Bereich hier unten, wo jetzt die Maus ist, das gehört noch zum Mähren. Der Rest ist eigentlich hier Böhmen, da oben. Diese nette Übersicht hier hat uns Familie Austria zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt die Startseite des Archivs Zamsk auf Tschechisch. Hier links unten könnt ihr es umstellen auf Deutsch. Es wird aber leider nicht alles übersetzt. Und hier haben wir jetzt den Link zu FamilySearch.org, die die Matriken auch haben. Hier könnten wir sie uns online anschauen. Dazu müssen wir uns dort aber einen Account erstellen. Auch wenn er nichts kostet. Manche nervt so etwas halt. Hier unten noch wichtig. Diese Erklärung, denn um die Bücher runterladen zu können, müssen wir vorher noch ein PDF runterladen. In diesem PDF sind sämtliche Orte und Pfarren aus dem Archivbereich Zamsk aufgelistet. Und dieses PDF gibt es nur auf Tschechisch. Und da müssten wir uns ein paar Begriffe merken, damit wir uns dort dann zurechtfinden können. Also Tschechisch müsst ihr nicht können, ich kann es auch nicht, also es geht auch ohne. Dieses N, O und Z steht für die Kirchenbücher, N für sind die Geburten, O sind die Heiraten und Z sind die Sterbebücher. Z steht für Zemreli, O für Odani und N für Narodzeni. Ja, und an diese Liste kommen wir jetzt, indem wir hier auf Matrike klicken. Dann haben wir hier diesen Link, den klicken wir. Und wie ihr seht, obwohl wir auf Deutsch umgestellt haben, ist ja alles auf Tschechisch. Und das da ist jetzt der Link zum Inventarverzeichnis, zum PDF, das wir brauchen. Das ist 8 MB groß und läuft von 1587 bis 1949. Wenn ich da jetzt draufklicke, wird gleich der Akkubatträger gestartet und das PDF downgeloadet. Es hat 2621 Seiten. Und wenn ihr diesen Weg jetzt nicht jedes Mal gehen möchtet, dann könnt ihr es hier runterladen. Ihr solltet aber jedes Mal, wenn die Matriken, also wenn neue Matriken digitalisiert werden oder sind, dieses PDF neu herunterladen, da dann die Links hinzugefügt werden. Ich drücke jetzt mal STRG F und hier unten habt ihr jetzt ein Suchfenster. Da steht doch schon was drinnen. Wir suchen nämlich jetzt nach dem Ort Potsdam oder zu Deutsch Bottenstein. Und wie ihr hier seht, sind so diakritische Zeichen dabei. Und diese hole ich mir von Wikipedia. Da habt ihr dieses Bottenstein. Einfach mit links halten, rüberziehen, markieren, loslassen, rechts klicken und kopieren. Und dann eben hier einfügen. Mit Shift und einfügen. Dann hier auf Suchen gehen. Er sucht schon automatisch. Und da er 2600 Seiten durchsuchen muss, ist das recht viel. Das, was er uns jetzt anzeigt, möchten wir nicht haben. Also muss man hier auf Weiter klicken. Da haben wir schon was von Bottenstein. Aber das ist noch nicht das, was wir eigentlich genau möchten. Dieses Fahndi Urad Potsdam, das ist das, was wir haben möchten. Ihr seht auch hier bei diesen Auflistungen oder Überblicken zum jeweiligen Kirchenbuch den Ort, den das betrifft. Das da oben ist jetzt die Pfarre und diese Pfarre besteht aus den Orten Brünner oder Berner, hier Bottenstein und Zammel. Und hier haben wir jetzt diese N,
Also das ist ein Neurozähne, ist ein Geburtsbuch, enthält einen Index, geht von 1784 bis 1817. Da haben wir das jetzt von Pottenstein. Hier haben wir jetzt ein Trauungsbuch mit Index und hier ein Sterbebuch mit Index. Also die Indizes sind nicht immer enthalten. Also hier bei diesem Heiratsbuch fehlt er. Und jetzt brauchen wir nur irgendeines von denen, also das, was wir jetzt möchten, nehmen wir gleich das. Da kann man leider nicht draufklicken, aber das hier ist der Link, den wir brauchen. Und ich kopiere mir immer diesen Teil hier. Und das ist die Internetadresse. Also so wie vorher, links klicken, gedrückt halten, nach unten hinüberziehen, dann rechts kopieren, ein neues Fenster öffnen im Browser, in die Adresse gehen und mit Shift einfügen. Jetzt hat er mir das ZIP nicht komplett übernommen, das heißt, ich muss das manuell noch ergänzen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, kommt der Download-Dialog von diesem Buch. Es hat 288 MB. Ich habe aber vorher schon eins heruntergeladen. Das hat nur 139. Ich verwende WinRAR. Kann einfach jetzt rechtsklicken, Dateien einpacken. Dann kommt hier der Entpackungsdialog. Verzeichnis öffnen und hier sind jetzt die Bilddateien. Das ist jeweils eine gescannte Seite aus dem Kirchenbuch. Dürfte ein Scan sein zum Ausprobieren, scheinbar. Das ist jetzt die Übersicht, worum es sich bei diesem Buch handelt. Und da haben wir jetzt die ersten Original-Eintrag. Da haben wir schon die Einträge. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass es euch hilft. Wenn dem so ist, würde ich mich über den einen oder anderen Daumen freuen. Auch wenn ihr es weiter sagt, teilt, andere darauf aufmerksam macht. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar oder ihr schickt mir eine E-Mail. Ihr findet mich aber auch bei Facebook oder auch bei Twitter. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.